Und täglich grüßt das Murmeltier die Märkte, vor allem die Wall Street, warten auf das, was Donald Trump in Sachen Strafzölle gegen China entscheiden wird. Vorsichtshalber bewegt man sich an der Wall Street praktisch nicht vor und nicht zurück, wartet ab. Man denkt sich, okay, was könnte da kommen? Eingepreist ist ja eigentlich, dass die Zölle verschoben werden. Damit würde man wahrscheinlich die Märkte nicht mehr allzu stark überraschen. Gleichwohl dürfte in einer ersten Reaktion eben dann wohl was nach oben kommen. Die Frage ist dann eben, gibt es Sell on the News? Auf der anderen Seite, wenn Trump die Zölle einführt, das hat heute Jamie Dimon von JP Morgan auch nochmal klar gemacht, dann wäre das natürlich negativ. Und China hatte zumal heute auch klar gemacht, wie man selbst die Sache sieht, wenn nämlich die USA diese Zölle einführen, so Peking, dann würde man die Gespräche abbrechen. So ziemlich klar hat man sich da geäußert, würde Gegenzölle erheben, völlig klar. Die Chinesen seien nicht Mexiko, so heißt es heute in der Global Times. Mexiko wurde ja, weil es sehr, sehr abhängig ist von Trump, massiv unter Druck gesetzt in diesem USMCA-Abkommen, hat da sehr, sehr weitgehende Kompromisse machen müssen. Peking hat signalisiert, nein, wir werden da nur minimale Konzessionen machen. So hat man den Eindruck, wenn man sich die Handelsströme über Satellitenbilder anschaut, da gibt es interessantes Material dazu, dann sieht man, dass vor allem aus Brasilien und Argentinien sehr viel Verkehre in Richtung China unterwegs sind, deutlich mehr als von den USA Richtung China. Mithin dürfte also China weniger als von den USA auch Landwirtschaftsgüter gekauft haben. Aber wer weiß schon, was da der Fall ist im Kopf von Donald Trump. Einer versucht jedenfalls hier ein bisschen Stimmung zu machen pro Zölle. Das ist Peter Navarro, der offenkundig alles mobilisiert, damit die Zölle dann auch kommen. Aber man kann sich vorstellen, dass im Weißen Haus dann ein Steve Mnuchin, der Finanzminister, dagegen arbeiten wird. Lighthizer dürfte so in der Mitte sein. Jedenfalls ist da wahrscheinlich ein Machtkampf auch hinter den Kulissen der Fall, dessen Ausgang noch ungewiss ist. Wir werden es sehen. Wenn Donald Trump die Zölle verschiebt, dann kann man davon ausgehen, dass das vor Freitag Marktschluss noch passieren wird. Wenn er es nicht tut, dann wird es für die Märkte unangenehm, weil dann müsste man mit diesem Risiko ins Wochenende gehen und es ist zu erwarten, dass da eben eine größere Bewegung kommen wird. Schauen wir uns mal an, was sonst so wichtig ist. Noch heute zum Beispiel die Fed natürlich. Niemand erwartet ernsthaft eine Zinsänderung, aber es geht um die Dotplots, um die Erwartungen der Fed, wie sie die Zinsentwicklung in nächster Zeit sieht. Und die Fed selbst ist derzeit noch der Auffassung, so war es zumindest bei den letzten Dotplots, dass die Zinsen dann bei 2,375% liegen werden im Jahr 2022. Die Märkte hingegen sehen die Zinsen nur bei 1,32%. Prozent, also deutlich niedriger. Es gibt immer noch eine ganz große Diskrepanz zwischen den Märkten und der Fed. Die Fed hat klar gemacht, wir werden erstmal die Zinsen unverändert lassen. Aber wir hatten heute zum Beispiel interessante Daten auch zur Inflation. Die ist so stark gestiegen zum Vorjahresmonat mit 2,1% wie seit November 2018 nicht mehr. Also die Inflation geht schon nach oben. Hier sagte Carl Quantinella, naja, die Fed verliert langsam ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie nur die PCE-Daten, die Personal Consumption Expenditure-Daten heranzieht und alle anderen Inflationsdaten, eben CPI, wie sich die heute veröffentlichten Daten nennen, Consumer Price Inflation, wenn sie diese Daten nicht heranzieht. Also wir sehen schon, dass die Inflation durchaus anzieht. Wir sehen auch, dass jetzt die Stimmung bei den CEOs wieder schlechter wird. Gerade heute ist der Economic Outlook Index der CEOs veröffentlicht worden und wir sehen ja hier einen relativ konstanten Rückgang. Jetzt sind wir nochmal gefallen im dritten Quartal. Das ist jetzt der siebente Quartalsrückgang in Folge und immer mehr von diesen CEOs erwarten eine Rezession, vor allem die in Asien. Man kann sich vorstellen, das werden viele der Chinesen sein, die hier nicht so wahnsinnig optimistisch in die Zukunft blicken. Und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wo wären die Märkte ohne die Fed, ohne die Kehrtwende der Fed. Wir haben heute dann auch noch Aussagen von Jeff Gundlach, der bei CNBC dann war, gestern bei Yahoo Finance, dort gesagt hat, ja, also ich erwarte, dass das, was da kommt, die nächste Krise, die wird durch die Verschuldung im Unternehmenssektor ausgehen. Ich hatte ja ein Webinar gemacht zu dieser Verschuldung im Unternehmenssektor, vor allem bei den sogenannten BBB-Anleihen, die also gerade noch Investment-Grade sind, wo aber die Gefahr besteht, dass da sozusagen eine Abstufung kommt in Sachen oder in Richtung Junk-Bonds und dann würde die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger. Wir haben
Fast die Hälfte aller Investment-Grade-Anleihen sind auf dieser letzten Stufe vor Junk-Bonds. Und Abstufungen in Richtung Junk-Bonds würde eben bedeuten, dass da ein Profi-Investor nicht mehr investieren kann. Aber schauen wir uns mal an, was die Märkte draus machen. Wir sehen hier den DAX, der sich gut gehalten hat. Gestern ja dieses Tohuwabohu, erst runter, dann stark rauf. Nach diesem Bericht im Wall Street Journal, alles ist gut, die Zölle werden verschoben. Nach wie vor ist eben nicht klar, was wirklich hier kommt. Der Index hält sich bei 13.144 Punkten, immerhin ein Plus. Wir sehen, dass der S&P 500 hier in einer Seitwärtsbewegung ist, abwartet, guckt, was da passiert, sich kaum mehr von der Stelle bewegt. Das gilt auch für den Nasdaq, der aktuell bei 8.373 ist. Der Dow Jones heute ein bisschen schwächer, weil Boeing die Mitteilung bekam, naja, also in 2019 wird es auf jeden Fall nichts mehr mit der Boeing 737 MAX. Es wird sich ins Jahr 2020 reinziehen. Vieles müsste da noch gemacht werden. Die Aufsicht selbst hat wohl intern gesagt, das ist wahrscheinlich, dass es so alle 2 Jahre einen Crash gibt, einen Absturz gibt. Man hat also von den Problemen gewusst. Das macht die ganze Geschichte noch herber. Wir sehen hier den Index bei 27.850. Wir haben den Euro-Dollar vor der FED-Entscheidung in Richtung 1,11 schon wieder steigend sehen. Gold kann sich auch leicht erholen, 1470, und Crude Oil zunächst mal etwas unter Druck, nachdem überraschenderweise die Lagerbestände gestiegen waren, die heute veröffentlicht wurde, statt gefallen zu sein, wie erwartet. Also, es ist nach wie vor dieses täglich grüßt das Murmeltier-Thema. Man bewegt sich nicht mehr großartig, weil man sich sagt, warten wir mal ab, was da kommt. Wenn die Zölle denn verschoben werden, dann stünde eigentlich der Weihnachtsrallye nichts mehr im Wege. Auf der anderen Seite besteht eben die Gefahr, sell the news, verkaufe die Tatsache, nachdem du schon die ganze Zeit auf Long spekuliert hast, weil du eben geglaubt hast, dass die Zölle nicht kommen, dann bekommst du recht, dann nimmst du die Chips vom Tisch. Aber wer weiß schon, was passieren wird. Eins scheint klar, wenn die Zölle kommen, dann wird es eine etwas herbere Korrektur kommen. Jetzt schauen wir erstmal, was die FED macht heute ab 20 Uhr bei Finanzmarktwelt. Zunächst die Entscheidung, das Statement, und dann 20:30 die Pressekonferenz von Jerome Powell. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Abend erstmal und sage Servus.